Währenddessen auf dem Schiff bei Canesitiana. Wie kann ich euch jetzt genau helfen? Nun, wir müssen vermutlich längere Zeit unter Wasser verbringen. Habt ihr etwas, was uns gegen die Kälte schützt? Da gibt es viele Möglichkeiten, den Wasseratem, den Leib der Wogen, die Adlerschwinge, den Salander. Natürlich gibt es auch die Möglichkeiten eines Geweihten, der dann in Tiergestalt. Aber ihr braucht sicherlich etwas Alchemisches, deswegen seid ihr zu mir gekommen. Genau. Oh, richtig. Purpurwaffe haben wir schon. Habt ihr noch etwas vorrätig? Für die tiefen Tiefen, ja? Genau. Und wie gesagt, etwas gegen die Kälte, die dort herrscht. Ja, also was mir einfiel, ist, wenn ihr atmen wollt, die Knospe der Kajubo, das ist natürlich immer möglich. Die wächst eigentlich auf den Inseln von Altum oder Suram oder Nikakila. Aber wir können sicherlich, das wisst ihr ja schon, die auch hier ziehen. Ich bräuchte noch einen großen Wassertank. Können wir den eventuell bei unserem nächsten Hafeneinkauf besorgen? Ich denke schon. Wir haben doch Wasser unten in Fässern. Wozu braucht ihr noch mehr? Nun, ich kann natürlich mir ein großes Fass besorgen, aber das ist aus Holz und ich würde lieber etwas aus Glas haben. Ist das so etwas wie ein Aquarium, sagt man im Hesinde-Tempel dazu? Wenn er aquatische Pflanzen ziehen möchte, dann braucht er auch etwas, um ihr Habitat abzubilden. Würde eine Stahlwand nicht auch ausreichen? Stahl setzt so schnell an, also so schlick und alles, ist egal. Aber wenn wir noch dabei sind, Iffenstrunk würde natürlich gegen die Kälteschäden helfen, gerade in kalten Regionen besonders beliebt. Beim roten Salamander kann man die auch immer ganz günstig erstehen. Ansonsten andere Alchemiker, ich überlege gerade, was mir da einfiele. Kennt ihr eigentlich die Neckarhauben? Nein, was ist Nein. das? Eine Qualle, die kann man sich über den Kopf ziehen. Eine Qualle. Ja, ich habe davon gelesen. Ich habe mal so eine Qualle gesehen. Ich glaube, das war in den Tagebüchern von einem Karinor. Der sprach davon, dass er sich eine gewisse Quallenart über den Kopf gezogen hat und er konnte damit tauchen. Längere Zeit. Und was sind die Nebenwirkungen? Dazu hat er sich nicht ausgelassen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er die recherchiert hatte. Nun, ich denke, fürs Erste wird etwas Öffnungstrunk völlig ausreichen und wie gesagt, etwas Purpurwasser. Wir benötigen auch noch etwas Licht. Wie wäre es mit einer verschlossenen Anwendung von Phosphorus? Hatte ich euch da nicht einige große Und jetzt etwa geraubt? eine kleinere Menge, die da habe ich schon verbraucht, Und dann aber. brauche ich noch etwas Zeit, aber das kann ich euch herstellen. Sagen Wir wir müssen 3 Stunden. sie vor dem Wasser schützen. Es brennt ja nur an. Und etwas solches wollt ihr auf dem Schiff herstellen? Ja, wir müssen etwas konstruieren, fürchte ich. Viel schneller. Naja, gut, aber ich werde wohl hier bleiben und euch zur Hand gehen. Ich werde Angoschmina vielleicht fragen, ob sie vielleicht etwas bauen kann. Und hier rasche. Ja, das ist eine gute Idee. Also, Phosphorus, Efeu-Strunk und Purpurwasser. Ja, das bekomme ich hin. Sehr Galan gut. wird in der Ecke des Raumes sitzen bleiben und ihm auf die Finger schauen, nur für den Fall, dass er versehentlich das Boot anzündet. Könnte ich Hilft eventuell ja sonst kein noch Wort. ein Tagebuch von euch bekommen? Also. Ja, später. Wir haben zu tun. Warum lese ich euch nicht etwas vor? Nein, ich würde gerne selber lesen. Ihr müsst es mir nicht vorlesen. Ich dachte, während ihr arbeitet. Nein, ich muss es ja sehen, dann kann ich es viel eher aufnehmen, versteht ihr? Nun, wie ihr wollt. Später, später. In die Ohren aus dem Sinn, sag ich immer. Er seufzt und ihr könnt die deutliche Unzufriedenheit in ihm erkennen, aber er wird natürlich arbeiten und mit der Hilfe von Jalan dann den Phosphoros und die gewünschten Zutaten dann darstellen. Hilft ja. Ich würde mal unter Deck gehen zu Angaschmina. Ah, da seht ihr. Ich habe eine etwas spezielle Aufgabe für euch. Ja, welche denn? Ich bräuchte ein Glasgefäß, das man mit Wasser füllt und indem man das Wasser später entziehen kann. So etwas wie eine Spritzenapparatur. Ja, genau so etwas. Aus Metall?
Aus Glas. Aus Glas? Auf einem Schiff? Ne, das schaffe ich nicht. Schade. Also, wisst ihr, wie es hier schwankt? So hochpräzise zu arbeiten? Na gut, 2 Stunden. Aber ich brauche Sand. Nun, ich denke, bei den Geschützen wird dir genug Quarz finden. Die Schmiede haben wir zum Glück dank Lahalkasch mitgenommen. Dann fange ich auf alle Fälle mal an. Vielen Dank. Wenn du durch meine Kabine gehen und mich entkleiden bis auf die Hose. Der liegt nach Stroh rum. Voltax, was macht dieses verdammte Stroh hier? Ich schätze, es liegt dort. Ich frage gar nicht, was ihr gemacht habt für eine Schweinerei. Wie kommt ihr darauf, dass ich das war? Ihr wart zuletzt mit Sulamin hier. Das ist nicht richtig. Vielleicht war währenddessen jemand anders hier. Niemand betritt die Kajüte des Kapitäns. Doch, der Kapitän. Ja, ich war nicht hier. Nein, die Offiziere betreten die Kabinen nicht. Doch, ich bin gerade hier. Ja, ihr seid mit mir hier, aber nicht alleine. Das ist richtig. Also, seid ihr verantwortlich für diesen Dreck? Ja. Dann macht ihn weg. Nein. Wir haben doch Schiffsjungen dafür. Gut. Ich geh mal einen holen. Ich schmeiß meine Rüstung in die Ecke und unterdrück gerade meinen Ärger. Ja, und geh dann ganz entspannt zu irgendeinem Schiffsjungen und schick ihn in die Kapitänskajüte, dass er da mal durchfegt. Du da, komm mal her. Ja? Der Kapitän braucht dich in seiner Kajüte für Aufräumarbeiten. Du sollst da einmal durchfegen. Schon wieder? Na gut. Ja. Ab. Ah. Läuft ja wie geschmiert alles. Ah, schön. Wollen die anderen irgendetwas machen? Außer Rüstungsteile ablegen und beim alchemischen Prozessen zuschauen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal zu Protokoll gegeben haben, dass ich mein Kettenhemd anziehe. Okay. Wie haben wir das? Außer die Rüstung ablegen, nein. Ich gehe nochmal kurz runter zum Batteriedeck, um mit Rappelstein und Nebelklang, ja, zu sprechen. Ja. Rappelstein, Nebelklang. Jawohl. Yeah. Wir werden mit einem Trupp für eine unbestimmte Zeit das Schiff verlassen. Es wird sich wohl um Stunden handeln. Wir liegen hier jedoch in gefährlichen Gewässer vor Anker. Irgendwas Großes gibt es hier. Mir wurde berichtet von Walen, die angegriffen werden. Und nun, die Rissos habt ihr ja auch gesehen, die Toten zerfetzten Leichname. Schon verstanden, Geschützmeister. Ihr solltet auf alles bereit sein. Es könnte jederzeit eine Dämonenarche vom Horizont her hierher segeln. Ich hoffe es nicht, aber wenn es soweit ist, sollten die Rotzen geladen sein. Tja, schwierig. Wir haben immer noch Nebel. Aber wir sind bereit. So schnell wie möglich. Gut, ich vertraue auf euch. Hier, solange der Kapitän vom Deck ist, hat der Kaplan Befehlsgewalt. Jawohl, Geschützmeister. Abtreten. Wegtreten. Ja, sie salutiert und geht ab. Rafim. Der Rafim steht entweder an der Klippe oder am Strand. Ich weiß ja nicht, wie es da aussieht. Ja, so eine kleine Klippe. Ähnlich wie eben auch bei den anderen Dörfern, wo eine Treppe nach oben getrieben wurde, beziehungsweise nach unten. Und kannst dann die restlichen Ausläufer eurer Segel, beziehungsweise der Masten erkennen. Der Rafim würde sich da in den Sand setzen, sein Dolch vor sich hinlegen und anfangen, ein Ritual zu wirken. Und zwar möchte ich schwarzes Feuer durch rotes Blut wirken. Da müssen wir einmal die Modifikatoren durchgehen. Aus einer Notlage heraus würde ich nichts sagen. Zur Erfüllung eines göttlichen Auftrags. Ist das eine Erfüllung eines göttlichen Auftrags? Wie viele Punkte kannst du da kriegen? Bis zu 7. Dann gebe ich dir 3. Okay, ich habe eine +4er Erschwernis, weil es eine 3er Liturgie ist. Wir sind also bei einer +1 momentan. Es sind keine eigensüchtigen Motive. Ich stehe nicht unter magischer Beherrschung. Ich bin kein Einbrecher. Einfach mal würfeln.
Ja, warte. Wie ist die Wirkungsdauer? Die Wirkungsdauer sind jetzt Stunden. 20? Nee, 12. 12. Mhm, 12 okay. Stunden. Gut. Und der Effekt sind, 3, das heißt, ich mache mir selber auch 3 Schaden, weil es ist 1W3 plus 1. Mhm. Also mache mir selber 3 Schaden und gewinne dadurch 6 Rüstung. Okay. Dann könnt ihr es wird wieder dunkler und die Sonne geht am Horizont wieder runter, wieder den Strand betreten und über die Dünen in Richtung des Häuschens gehen, in dem Sulamin, Miriam und Zafira sich aufhalten. Na und, habt ihr alles besorgt, Kapitän? Ja, ich habe auch für etwas schwaches Licht gesorgt, aber es wird längerfristig halten. Es ist schwach, aber es hilft. Schaut euch das schöne Werkstück hier an. Ha, ich habe es extra mitgenommen. Es wird auch ein bisschen leuchten. Der Gwen Petrül. Ah, sehr schön. Ah, so. Die Tür geht auf und ihr könnt erkennen, wie Miriam in der Tür steht. Streckt sich ein bisschen. Na gut, wollen wir los? Wo sind die anderen? Hinter mir. Also, eure Schwestern sind alle schon da. Die kommen gleich. Werdet ihr die dann sehen. Nicht so aufgeregt, junger Mann. So ein Hexenritual ist schon was Aufregendes. Und zwar immer. Ihr widersprecht euch gerade. Ich soll nicht aufgeregt sein, weil es aufregend ist. Genau. Außerdem sind wir hier, um euch zu helfen. Ja. Außerdem bin ich älter als ihr. Ja, das kann auch sein. Gut, wollen wir? Wollt ihr im Haus treten? Ja, wir stehen draußen. Nein, ich meine damit, ob du pinkeln willst. Ja, wir gehen ja doch sowieso ins Wasser. Da kann man laufen lassen. Nee, wir gehen jetzt zum Rad. Am Rad? Ja, glaubst du... Miriam, wir sind doch hier nicht im Zargarten. Sie sind alle erwachsene Männer. Ich bin sicher, sie bekommen das selbst im Griff. Ja, sollen sich in die Hose pinkeln, ist mir egal. Okay, los geht's. Ich klatsche schon ein bisschen in die Hände. Komm, Zafira, nicht so trödeln. Welches Rad? Ja. Ich glaube, es geht um einen Streitwagen. Ja, dann will ich am Ende alle die Hexen erwürgen, ne? Ich bin hinter euch. Helfen, ich stehe voll hinter euch, ja. Das kriegst du sowieso nicht hin. Also uns beide vielleicht, aber den Rest nicht. Sie zwinkert dir zu. Sagen wir einfach, wir haben da ein wenig Erfahrung. Raphim, einfach auf die mit den Schlangen achten. Ich bin da super gespannt drauf, wie ihr gleich reagiert, wenn ihr die erwürgen wollt. Ja, wenn die genauso höflich sind wie ihr, dann kann das ja noch gut enden. Willst du mal meine Schlange halten? Nein, ich will deine Schlange nicht halten. Komisch, dass ihr nicht so unhöflich seid. Er sagt für gewöhnlich Raphim zu den Frauen und nicht andersrum. Ihr könnt den beiden Schwestern folgen. Über die Düne entfernt ihr euch etwas von dem kleinen Fischerdörfchen und könnt dann erkennen, wie in den Klippen wohl unter euch doch etwas Feuerschlick noch wächst. Auch wenn es wenig ist, aber so eine kleine Spur, die gebildet wird. Unter euch könnt ihr dann der Küste dem Streifen entlang folgen, bis ihr dann auf einer Düne steht, in deren Mitte wohl ein prächtiger Wildrosenstrauch blüht. Drumherum alles kreisrund und merkwürdige Symbole, die hier in den Sand eingebrannt sind, vielleicht so ein bisschen fast verglast. Und die beiden Schwestern nehmen dann Aufstellung auf einem der Symbole auf diesem Kreis. Ja, ich würde sagen, dann kann es gleich losgehen. Ist gleich soweit. Nächste Stunde. Was sagt der Bandstrahler dazu? Aha. Haha, haha. Noch ein paar abfällige Kommentare von euch oder so? Ich denke, wir streuen die ja organisch ein. Organisch, okay, verstehe ich. Haha. Dann könnt ihr erkennen, wie von den Himmelsrichtungen aus sich Geister nähern. Durchscheinend, silbrig glänzend, bläulich. Aus allen Himmelsrichtungen, über das Meer teilweise heranwehend, kommen Gestalten. Zu eurer Rechten, zu eurer Linken unwirklich und bleiben dann
vor euch stehen. Sie sind blitzschnell herangeirrt und ihr könnt sehen, wie sie wohl die Umrisse von Frauen darstellen. Es sind 5, 6 Stück, die jetzt neben euch stehen und ebenso auf den verglasten Symbolen halten. Scheiße, Boltax, was ist das? Irgendjemand abergläubisch. Ja, aber nicht in dem Maße. Also mein Aberglaube bezieht sich ja auf was anderes. Ansonsten, wenn ihr Magiephobiker seid oder so etwas, wenn ihr Aberglaube habt oder wenn irgendwas da, dann... Darf ich Ich bin Medium. Oh, du bist Medium. Dann bist du auf alle Fälle gefährdet, von Geistern übernommen zu werden. Darf ich Magiekunde würfeln, um eventuell... Hast du den Zauber? Nein. Dann ist es ein Hexenzauber, du hast ihn nicht, dann darfst du nicht würfeln. Okay. Ich sag mal, Magiekunde plus 15. Ja, ist in Ordnung. Also schaffe ich wahrscheinlich nicht, aber ist es ist ja möglich, genau. Meine Phobie bezeichnet eine irrationale Angst. Meine Furcht vor der Magie ist gut und breit begründet. Also nein. Gut. Ja, ihr könnt erkennen, wie die Schwestern dann neben euch halten. Und Boltax und Diamantas, ihr könnt auch die alte Hexe erkennen, die euch in Elberum im Zug aufgesucht hatte, beziehungsweise aufsuchen hatte lassen. Es sind wohl Geister, aber keine Geister. Das, Boltax, die kennen wir doch. Die ist doch noch nicht tot. Genau, das meinte ich ja. Gewissermaßen... Vielleicht nur ein Teil von ihnen. Ich halte sie eher für eine Projektion, eine Geistprojektion. Guten Abend, Ganijunai, Ganijat. Meine Knochen sind nicht vor Ort. Meine körperlichen nicht. Wohl aber diejenigen, die ich aussende, als meine Knochen. Die beiden Schwestern, Miriam, Saphira, sie sind meine Augen. Sie sind meine Hände. Ich bin Orana Sapanaro, die Gelehrte aus Elbrum. Ich wurde euch noch nicht vorgestellt, wohl aber traf ich 2 eurer Begleiter, den Zwerg und den Alanfana. Willkommen in diesem Kreis. Ein sehr schöner Kreis, gefällt mir gut. Die Geodischen sind etwas hübscher, aber trotzdem nicht schlecht. Hab Dank für euer Willkommen. Was wird nun geschehen? Wir weisen euch ein. Wir sagen euch, wo ihr hin müsst, um Chalvins Thron zu erreichen. Sie leidet ununterbrochen. Blau und kalt, kein oben, kein unten, Kälte, alles ist fremd. Sie wird angegriffen. Wenn ihr Thron zerbricht, dann geht Aventurien unter. Das klingt bedrohlich. Wir haben ja gesagt, dass wir ihr helfen. Was ist ihr Thron? Ihr Thron ist die Berge, die Welt. Das Massiv. Ein Berg. Ihr Thron ist ein Berg. Das gefällt mir doppelt gut. Ein Berg. Er ist versunken. Chalvin ist tot, aber nicht besiegt. Sie erlag dem Drachenfeuer, aber sah es kommen in den Prophezeiungen, die sie über sich selbst fertigte. Sie sorgte für ihre Kinder, Isumora, die anderen, uns, wir, diejenigen, die überlebten, ihr Erbe antreten. Isumora? Wirklich? Ich hielt es mal für ein Gerücht. Die Gerüchte sind wahr. Wohl alle. Weiß nicht, wie viele ihr gehört habt, aber vieles, was verborgen ward, wurde durch andere offenbart, unsere Geheimnisse nach draußen getragen. Nun, also wir gehen einen Berg unter Wasser retten.
Das gefällt mir gut. Sie nickt. Geist. Childwin ist noch da. Sie ist tot. Aber sie schläft. Und sie soll geweckt werden. Zumindest haben die... die Wurzelkaiserin hat dies vor. Ihr müsst es verhindern. Baron Paligan. Er versucht, das Omega-Therion zu rufen. Bahamut. Ihr müsst es verhindern. Ihr Thron versank. Jalvin starb. Aber sie liegen noch unter Wasser. Im Norden von hier. Die Linien. Ihr könnt sie sehen. Childwins Griff. Das Leidensband. Ich vermute, sie redet von einer Kraftlinie. Sie nickt. Nun, dann werden wir zu dieser Kraftlinie segeln und dort tauchen. Ei, kann ich schon tauchen. Dafür gebe ich euch Saphira. Yayam, meine Augen, meine Hände, meine Knochen. Sie helfen euch, wenn ihr sie wollt. Nun, liegt ihr Thron genau auf der Schnittlinie dieser Kraftlinie mit einer anderen, oder wie verhält es sich? Früher lagen sie dort. Der Sphärenschänder hat sie etwas gedreht, verschoben, verändert. Ja, ich weiß. Doch in der Nähe liegt es. Ihr werdet dort einige Verbündete treffen, so sie noch am Leben sind. Doch viele Krieger sind gefallen. Elberum, ihr saht es. Einige sind noch da. Habe sie gesehen. Die Biaga können euch helfen. Meint ihr die Russo? Sie überlegt kurz und nickt dann. Mächtige Risso. Anders. Sternkraft. Erfüllt von Mana. Jaga. Was ist das Omega-Therion? Den anderen Namen kennen wir. Der Verschlinger der Welt. Der, der einst Childwin. Sie blickt rüber zu den anderen Geistergestalten und ihr könnt erkennen, wie wohl eine Hexe sehr Torwalsch aussieht. Ja, richtig, das sind die Götter, die Giganten haben damals gegen die gekämpft, ne? Und unter anderem die Trollzacken, ne? Oder die Schwarze Sichel und Sukramor und so, die... die haben auch gegen das Omega-Therion gekämpft. Das waren die Giganten damals, ne? Und ist das Omega-Therion identisch mit jenem anderen, den ihr nanntet? Armut. Es ist ein Teilleib. Er ist viel der Weltenverschlinger. Er liegt überall und nirgendwo. Doch Bahamut, der Sohn... er ist derjenige, der am Ende steht. Das Jahr der Fluten. Wenn Darun Paligan sich ein letztes Mal aufbäumt, wird Bahamut es sein, der über das Schicksal entscheidet. Ja, ne? Da müsst ihr am besten verhindern, würde ich mal sagen. Das klingt so einfach bei euch. Tja, aber wir helfen euch ja, ne? Naja, also es bedeutet nur, dass... Also, ich halbe, weil er schlafen muss. Ja, das war besser. Ne? Ja. Wir wachen ja über den Schlaf. Und ohne uns ist Childwin schon ganz schön aufgeschlossen, ne? Wie gut, dass ich Schlafzauber beherrsche. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen. Sie ist eine Gigantin. Ja. Ich stehe im Bund mit dem Wasser. Ihr seid auserwählt. Childwin schickte Zolami die Vision. Das hat etwas zu bedeuten. Ihr habt Janka befreit. Das Unheiligtum zerstört.
Der Raptor hat geirrt und versucht, diesen Frevel wieder gut zu machen. Sie entsandte ihre Agenten. Die Wurzelkaiserin hat die Chance genutzt, ist jetzt vor Ort. Siehst du, aber mir. Ich soll alles wieder kippen. Das, was ihr in Janka erreicht habt. Ein neuer Strudel, der entstehen soll. Aber ist Chalvin nicht auf eurer Seite? Warum muss sie schlafen? Könnte sie euch wach nicht von größerer Hilfe sein? Ja, also ich weiß ja nicht, ob du schon mal von einem Drachen verbrannt worden bist, ne? Aber ich glaube, da wirst du wahnsinnig. Und ich weiß nicht, wie das bei der Gigantin ist, aber ihre Perlen, die sie uns geschickt hat, die sind schon mal nicht so ganz gut, ne? Sag ich mal so. Sie hat euch Perlen geschenkt? Ihr habt von den Perlen bereits gehört. Die Perlen, die sich in dem Besitz der Berikuma befinden. Agnetia. Auch sie ist eine Tochter. Sie weiß etwas. Sie bewahrte lange Zeit die Perlen. Tränen von Chalvin. Tränen. In ihr sind Visionen gefangen. Doch berührt man sie, wird man wahnsinnig. Deswegen vermuten wir, dass ihr Geist gelitten hat. Sollte sie aufwachen, flutet sie die Geister der Menschen mit ihren Visionen. Stellt euch einfach vor, wie ein Stein, den ihr aufs Wasser werft. Die Wellen, die sich ausbreiten. Sie sind nicht physisch, sondern psychisch. Sie würden einfach über uns hineinbranden, brechen. Ganz Aventurien geht unter in ihren Gedanken. Sie hat alle Zeitalter gesehen, erlebt, vorhergesagt. In einer Haut würde ich jetzt nicht stecken, ne? Sehr unangenehm.